Meine Vision war es, von Anfang an Tieren zu helfen. So gut wie es geht, so viel wie möglich. Am besten gar nicht aufhören. Mein Herz geht auf, eigentlich, wenn ich morgens aufstehe, die Tiere angucke und denke, ich weiß immer wieder, warum ich so früh vor euch aufstehe und warum wir das Ganze machen. Mir fällt es auch super schwer, Nein zu sagen oder zu sagen, das sind meine Grenzen, ich kann nicht mehr. Jo, flitz mal schnell. Ich bin der Janne. Ich bin die Sina. Und wir leben hier mit 100 Tieren zusammen. Und haben sogar ein Familienbett für uns und unsere ganzen Hunde. So, wir sind hier bei uns in Gerhardsbrunn, bei uns zu Hause auf dem Erlebnishof. Wir haben hier ganz viele Tiere, die ein neues Zuhause gesucht haben, die ausgesetzt wurden oder die auch beschlagnahmt wurden von den Ämtern, die hier ein neues Zuhause finden und die wir hier betreuen und beherbergen. Und ja, erleben mit denen jeden Tag ganz viele wunderbare Momente und teilen diese Momente jetzt auch immer mehr mit Kindern und Familien oder ganz vielen Menschen, die uns hier besuchen kommen. Natürlich ist klar, man kann nicht alle retten, aber die Tiere, die wir retten können, für die hat sich die ganze Welt verändert. Okay. Also hier haben wir immer ein Huhn, was sich immer hier reinschleicht und in dieser Tonne ihr Ei legen möchte, in der Futtertonne. Soll sie machen, wir wissen ja Bescheid und holen da jeden Tag dann ihr Ei raus. Ich sehe, es ist auch schon da. Wir gehen jetzt weiter in unsere Halle. Da warten die Meerschweinchen und die andere Hasentruppe auf uns und gehen zu unseren Waschbären. Kommt mal mit. Die beschlagnahmten Tiere, die kamen hier aus dem Landkreis. Das waren insgesamt 140 und die waren alle in so einem Gartenhaus in katastrophalen Bedingungen. Also jetzt sieht man eigentlich schon, dass die sich wirklich gut erholt haben. Wir haben aber Hasen dabei gehabt, die kaum Fell hatten, die starke Augenentzündungen hatten, offene Pfoten hatten durch die verkoteten Ställe oder auch durch die Gitteraufsätze in den Ställen drin. Eine Stunde von hier entfernt wurde ein Waschbär überfahren und die vier Babys lagen neben am Straßenrand und die wurden uns dann gebracht. Für uns war das auch erstmal so, okay, klar, kennst du einen Waschbär so vom Hören und vom Sehen, aber wie kriegen wir die jetzt groß, wie geht es weiter, aber wir haben sie groß bekommen und wir sind jetzt auch eigentlich ganz glücklich, dass wir sie haben. Ich habe eigentlich schon immer früher als Kind gesagt, ich mache Tierarzt, ich werde Tierarzt und ja. Ich bin ja jetzt so ein kleiner Tierarzt, würde ich mal sagen. Also bin auch ganz froh, dass ich den Studiengang Tiermedizin nicht gemacht habe, weil ich eher so der Machertyp war und nicht so der, der Theoretische, der da jetzt 6 Jahre studiert und dann erst was arbeitet. Und deswegen hatte ich ja dann eine Ausbildung gemacht, tiermedizinischer Fachangestellter. Also ich hatte von klein auf Tiere, ich bin mit denen groß geworden. Wir hatten immer einen Hund und irgendwelche Kleintiere immer zu Hause. Und das war irgendwie so mein Lebensmittelpunkt, ne? Immer viel bei den Tieren gewesen und viel spazieren gegangen. Und dann kam Janne, genau. Und der hatte quasi schon alles, was ich gesucht habe. Ja, und dann musste ich quasi ja nur noch Ja sagen und dann hat es gepasst. Ich komme ursprünglich aus Bexbach, das ist im Saarland und in der Nähe von Homburg. Und bin dann 2018 hier auf dem Hof zur Miete eingezogen. Ich war ja am Anfang schon so ein bisschen, was heißt kritisch, aber so in den ersten Tagen, wo ich hier gewohnt habe oder auch Wochen und Monate, wo ich gedacht habe, boah, wo bist du denn hier hingezogen? Hier ist ja echt nix. Also auch kaum Leute in meinem Alter und kommst Dorf rein und dann ist schon wieder fertig. Aber ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also gar nicht mehr anders. Und ja, das macht das Dorfleben auch irgendwo aus. Also so dieses frei zu sein, man geht irgendwo hin und man ist nicht direkt so beengt.
Das Dorfleben ist sehr aufregend, sehr spannend. Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Also man hat viel zu knabbern gehabt an Leuten, die einem nicht so wohlgesonnen waren oder die einfach keinen Bock auf was Neues hatten im Dorf. Nee, das macht man eigentlich immer. Also ich mach's sogar auch immer bei allen. Auch wenn ich genau weiß, es gibt 5 Leute, die mir definitiv nicht zurückwinken. Ja, man lernt dazu. Es ist schön, mittlerweile will ich es eigentlich gar nicht mehr missen. Es ist besonders. Also Dorf ist einfach nochmal eine andere Dorfgemeinschaft. Und ich habe hier wirklich viele Leute, auf die ich mich zu 100% verlassen kann, die hinter einem stehen, was super ist, was ich so in den Ausmaßen jetzt aus Bexbach nicht unbedingt kenne. Ich würde jetzt sagen, Leute, ich brauche Hilfe bei dem und dem und ich hätte direkt 5, die mir helfen würden. Egal bei was, wirklich egal, ob jetzt mein Rohr in der Dusche verstopft ist oder ob ich ein Pferd fangen muss, was abgehauen ist oder mal kurz ein Auto brauche, weil meins nicht geht. Alles würde irgendwie hier funktionieren und das ist einfach das Besondere am Dorf. So, hier seht ihr die beiden, Emily und Lotta. Lotta ist 9, Emily ist 13. Die beiden wohnen bei uns im Dorf, 2 Häuser nebendran und die helfen uns jeden Tag und haben uns schon ganz viel geholfen bei allen möglichen Aktionen. Und am meisten unterstützen sie uns nämlich bei den Pferden. Und zwar wird heute wieder Fienchen geputzt und kleiner Onkel wird geputzt. Und ja, die holen jetzt die Pferde von der Wiese. Der Onki, der war in so einer Reitmaschine. Da ist immer ein anderes Kind draufgekommen, alle paar Minuten. Ne? Trotzdem hat er aber Kinder echt lieb. Also der hat da eigentlich nie wirklich ein Problem mit gehabt. Aber dann ist die Reitmaschine einfach irgendwann stehen geblieben. Also sie war dann defekt. Und dadurch ist halt das Kind leider Gottes runtergefallen. Und die Eltern haben dann halt den Park verklagt. Und dann sollte der kleine Onkel geschlachtet werden. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und dann hatte er ein Trauma vor Menschen, war ganz verstört. Der war ja selbst ganz geschockt gewesen. Und man merkt bis heute noch, klar, es ist schon viel besser geworden. Also der hatte jetzt auch Vertrauen zu uns. Wir wollen ja auch unseren Tieren gerecht werden und die so artgerecht wie möglich halten. Und das ist halt einfach in der Stadt nicht möglich. Und deswegen... ja, hat sich das Ganze so ergeben und die Natur ist wunderschön hier und wir fühlen uns sehr zu Hause. Und ja, ist einfach schön. Ja. Aber ich habe doch irgendwie gestern noch einen Finger reingeschnitten. Wir haben uns kennengelernt über Jannes Schwester. Die hatte ich vor ungefähr 10 Jahren in Reiterferien kennengelernt, im Hunsrück. Ja, und vor 2 Jahren ist dann auch der Kontakt zu Janne immer enger geworden. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns nicht nur freundschaftlich, sondern auch auf eine andere Art und Weise gerne mögen. Genau, und dann haben wir einfach mal ein bisschen Gas gegeben. Und dann haben wir immer ganz, ganz viel Gas gegeben und ja, sind alles irgendwie im Schnelldurchlauf durchgerast. Ja. Im Herbst werden wir Eltern unserer Tochter. Ich bin gerade schwanger und wir freuen uns total drauf. Es ist ein Riesenabenteuer und wir sind sehr gespannt, wie das wird. Mit Baby wird sowieso nochmal alles ganz anders. Ja, ich sag immer, wir haben schon so viele Katzenbabys und andere Tierbabys großgezogen, dass wir unser Baby bestimmt auch irgendwie groß kriegen. Genau. Zack. So, noch die Babys. Irgendwann hat es Klick gemacht, tatsächlich. Und ich war immer schon, wo ich gesagt habe, irgendwann legt sich die Richtige in mein Bett. Ich muss einfach nur warten. Irgendwann passiert das. Ja, und dann war es tatsächlich so, sie war hier mit auf dem Hof. Und egal, was ich noch gemacht habe und abends. Und ja, okay, nee, machen wir noch. Und ja, irgendwann hat sie sich dann abends in mein Bett gelegt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, ja, da. Ich habe mal gesagt, irgendwann legt sich jemand ins Bett. Da ist sie. Der Ingmar, der ist Tierarzt in Homburg, hatte eine Praxis. Ingmar ist mein Chef in der Praxis und auch mein bester Freund und auch mein Vermieter. Also Ingmar hatte den Hof gekauft. Ja, willst du einziehen? Habe ich gesagt, ja klar, aber müssen wir ja irgendwas machen. Und wir bauen zusammen hier das Katzenhotel und das haben wir euch noch nicht gezeigt. Deswegen kommt mal mit, wir gucken mal, was die gerade am Bauen sind.
Janne ist wirklich so ein Schicksalsschlag, der kam, als ich mich 2013 selbstständig gemacht habe. Und da kam immer ein so ein junger Kerl, so 15 oder irgendwas, 14, 15 mit seinen Hasen, okay? Dann einen Tag später kam er mit seinen Hühnern, einen Tag später mit einer, also der hat immer irgendwas angeschleppt und hatte aber irgendwie, glaube ich, immer mehr Ahnung als ich schon von den Tierchen. Und dann wusste ich so, okay, das ist ein Freak, ja? Der kennt sich mit Tieren gut aus. Ja, das Kastenhotel, das haben wir eigentlich vor 3 Jahren angefangen zu bauen oder 4, ich weiß gar nicht mehr, das hat sich so lange gezogen. Wir hatten ein paar Probleme immer mit den Entlern auch und mit einfach auch Corona, das hat uns ein bisschen ausgebremst, aber ja, wir sind ein bisschen stolz, weil wir fast fertig sind und wir haben fast alles alleine gemacht, das muss man ja auch mal sagen. Ja, bald ist es fertig und dann freuen wir uns, dass wir das geschafft haben. Unser Plan ist halt einfach, dass die Urlaubskatzen, die zu uns in Urlaub kommen, dass wir für die einfach eine optimale Betreuung bieten können hier und dadurch auch das ganze Projekt zu finanzieren und die Auffangstation für Katzen. Hier kommen Kletterbäume rein, dass die Katzen die ganze Höhe ausnutzen können. Ja, dreidimensionaler Spielplatz wird das Ganze. In jedem Zimmer haben wir immer diese Bullaugen, da können die Katzen sich schön reinlegen und draußen die Hühner beobachten. Also mein Problem ist einfach, dass ich alles am liebsten zu 300% machen würde und mir fällt es auch super schwer Nein zu sagen oder zu sagen, das sind meine Grenzen, ich kann nicht mehr. Ich gucke dann eher, finden wir da vielleicht noch eine Möglichkeit oder da noch was und ja, das merke ich jetzt so langsam schon, dass es mich irgendwo schlaucht und das ist so ein schleichender Prozess irgendwo gewesen. Also ganz viele haben schon immer zu mir gesagt, Janne, pass auf, du machst zu viel, irgendwann packst du das nicht mehr, du klappst zusammen, das funktioniert nicht. Und ich war immer, ach Quatsch, ich doch nicht und ich kann noch mehr machen und ich will noch mehr machen. Aber irgendwann kam dann die Situation, wo ich, jetzt gerade habe ich zum Beispiel so Panikattacken, wo ich nicht mehr einkaufen gehen kann, also auf öffentliche Plätze. Hier zu Hause ist alles super, egal wie viele Menschen hier sind. Ich glaube, man merkt es mir hier auch absolut nicht an. Wenn ich aber zum Bäcker gehe, Brötchen kaufen will, da habe ich Todesangst. Und das ist einfach so, ja, was man selber erst gar nicht versteht. Oreo, Mia, Rosalie, komm. Moin, Mäuschen, auf geht's. Macht das schon platt. Ich weiß schon, dass die Therapie mir allein jetzt natürlich irgendwo hilft, aber dass meine Panikattacken sind ja nur ein Symptom des Ganzen. Deswegen muss ich jetzt natürlich auch an der Ursache arbeiten. Was kann ich in meinem Leben verändern? Was muss ich besser strukturieren? Was muss ich weniger machen? Wo nehme ich mir meine Freiheit raus? Wo sage ich Nein? Sina, meine Freundin, die ist da schon eher und sagt, ja, nö, wir haben jetzt, Kindergeburtstag ist voll, geht nicht, ist so, dann kommt halt nächstes Jahr wieder. Die Leute verstehen es, ich meine, es ist ja gut, wenn die wissen, die Nachfrage ist da, aber damit tue ich mich einfach schwer zu sagen, ah nee, wir haben jetzt leider keinen Platz mehr. Das war so der Grundstein, so Tiere retten und für Tiere sorgen. Und dann ist man natürlich irgendwann an seinen Grenzen und sagt, gut, wir können jetzt nicht alles retten. Versuchen wir doch jetzt mit den Tieren etwas Sinnvolles zu tun. Das heißt Aufklärungsarbeit mit Kindern, mit benachteiligten Menschen, behinderten Menschen, die einfach durch die Tiere ein schönes Erlebnis haben, schöne Erfahrungen sammeln können, Angst überwinden können. Und das ist so meine Vision. Als ich gesagt habe, ich ziehe nach Gerhardsbrunn, war es erstmal, oh Gott, wo ist denn Gerhardsbrunn? Und dann hat es meine Mama und mein Papa gesehen und die haben auch direkt gesagt, mach das, voll cool, das ist dein Ding und die Chance kriegst du nie wieder und das ist super und mach das. Und ja, die sind auch oft hier und es ist einfach ein besonderer Ort geworden und einfach mein Zuhause. Irgendwie Schicksal, muss ich wirklich sagen. Also irgendwie gehören wir zueinander und ich bin total glücklich und ja, kann es mir nicht besser vorstellen. Ja, absolut. Und das in dem jungen Alter und mit dem ganzen Hof. Und ja, weil irgendwie haben wir uns nicht gesucht und gefunden oder doch gesucht und gefunden, man weiß es nicht. Aber wir sind super glücklich. Ich hoffe, er sagt mir das gleich. Aber ich denke mal schon. Und Fötchen. Ai, super. Ja.
heißt, du darfst bei deinem Mädchen bleiben. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen, so wie den ganzen Hunden und dem Uso. Dann gebt uns ein Like und wenn ihr noch mehr Dorfmenschen sehen möchtet, dann klickt hier. Hey Uso!